Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JDD-Wiesenradar am Donnerstag, dem 19. Februar. Es grüßt wieder Christian Kämmerer und wir wollen uns dem Yen widmen, vielmehr dem US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, der hier in einer ja, durchaus interessanten Ausgangslage erscheint. Grund genug, sich diesem Währungspaar jetzt mal hier zu widmen, da sowohl auf Tagesbasis als auch Intraday hier eine sehr, sehr schöne Konstellation zu sehen ist. Insofern wollen wir gleich mal den Chart aufrufen. Hier den Tageschart und wir sehen ohne viel Schnörkelei die jüngste Konsolidierungswelle, die hier Anfang Februar beendet wurde. Also hier seit dem Mehrjahreshochausbruch knapp in Richtung 122 Yen hat sich das Ganze dann hier seitwärts auf sehr hohem Niveau abgespielt. Sehr, sehr bullische Konstruktion dahingehend und es gab dann auch in einer ja, wunderbaren Ausbruchsbewegung hier zur Mitte des Monats Februar, beziehungsweise am 10.2. direkt hier mit dieser Kerze diesen Move nach oben. Der Preis scheiterte jedoch hier am Widerstandslevel, welches hier Ende Dezember aufgebaut wurde. Also hier nicht wirklich signifikanter Natur ist, aber der Preis kam hier einfach nicht nach oben raus. Hintergrund auch hier am Donnerstag, 12.2., gab es hier eben die Botschaft seitens der Bank of Japan, also der BO, also der, japanischen Notenbank, das wollte ich sagen, ganz genau, Bank of Japan, hier eben die Liquidität bzw. die Liquiditätsmaßnahmen dahingehend schon am Ziel zu finden, am Ziel zu wissen, es sollte jetzt hier praktisch keine neue Liquiditätswelle stattfinden, also sozusagen ein Statement dahingehend, dass jetzt nicht mit weiteren quantitativ easing Maßnahmen und Anleihekauf- und Aktienkaufprogrammen zu rechnen ist. Und das hat der Markt hier sicherlich relativ schwer zu verdauen gehabt und der Ausbruch, der tags zuvor stattfand, wurde hier relativ stark korrigiert. Tatsache ist, während der nachfolgenden Tage versuchte sich oder versucht sich das Währungspaar noch immer an der Stabilisierung. Wir sind jetzt hier aktuell im Bereich 118,50, 118,40 Yen. Das ist ein wichtiges Level. Wir sehen die heutige Tageskerze. Das Währungspaar selbst hat sich bislang nur 39 Pips bewegt. Der Schnitt ist so um die 80 bis 90 Pips, das heißt, hier kommt noch was nach oben, nach unten. Das sehen wir auch an der kleinen Tageskerze bislang. Und wenn es denn nach unten geht, nach unten gehen sollte, also hier insbesondere, wenn es oder falls es neue Tagestiefs gibt, dann wäre das sicherlich eine sehr, sehr negative ja, Erscheinung, da dann der Ausbruch, der sich jetzt aktuell hier noch als Pullback darstellt, also praktisch dieser Ausbruch, Rücklauf, Pullback und dann Absprung, das wäre idealtypisch. Geht es aber hier unter die heutigen Tagestiefs und tauchen wir hier wieder tiefer ein in diese eigentlich unterschrittene Abwärtstrendlinie. Da muss man davon ausgehen, dass es hier nochmals Rücksetzer bis in den Bereich 117, 10, 117, 15 Yen gibt. Dann gegebenenfalls sogar hier an diese steigende Aufwärtstrendlinie EMA 50 auch in diesem Bereich. Da bewegen wir uns dann schon wiederum bei 116, 50 Yen etwa. Das heißt, Sie sehen, hier ist die Lage doch durchaus etwas prekär einzuschätzen. Und insofern wichtig, was der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen heute macht. Der Wochentag selber glänzt auch nicht unbedingt mit Stärke, wie wir gleich sehen werden. Wir haben heute Donnerstag hier mit 51% positiver Schlusspreise sogar der schwächste Tag während der gesamten letzten 52 Handelswochen, rein wochentagsstatistisch gesehen. Das ist natürlich hier keine starke Hausnummer. Sie sehen ganz klar, dass das hier nicht wirklich begünstigend wirkt, aber der Tag ist ja noch jung und es kann sich ja hier durchaus noch etwas entwickeln, auch nach oben. Denn schauen wir hier zum Beispiel die heutige, beziehungsweise die Saisonalität an, mit Blick auf die nächsten 40 Tage, sehen wir hier nach leichten Rücksetzern bis zum Ende des Monats. Das könnte hier auch bis zu diesem Bereich führen, um dann nochmals richtig Schwung zu holen und auszubrechen. Solche Fake-Ausbrüche sind ja am Devisenmarkt keine Seltenheit, so wie wir hier praktisch den Ausbruch gesehen haben, Rücklauf, dann hier Stopfishing in Anführungszeichen und dann bricht er erst aus. Das würde mit der Saisonalität ins Bild passen. Dennoch technisch gesehen aktuell eher hier zu präferieren, dass wir direkt nach oben drehen, denn Rücksetzer nach unten sind einfach hier dann in Anführungszeichen schwer auszuhalten, da diese dann hier sicherlich dann zum einen eben deutlich in Richtung 117,10/116,50 zurückführen könnten. Die Lage also etwas prekär. Wir schauen uns jetzt mal den Stundenchart an, um hier die Lage noch mehr einzugrenzen. Und da sehen wir eben auch, es gab hier in der Nacht auch Daten aus Japan, die hier dem Yen bzw. die Yen-Pairs auf breiter Front etwas abschwächten. Und wir sind unterhalb des Daily Pivot Points, haben aber hier, das muss man nochmal im Kontext mit dem Tagesschart sehen,
den Bereich 118,50, 118,40. Auch hier im Intraday-Bereich eine Zone, die hier markant ist und definitiv gehalten werden sollte, sofern es denn hier nochmals nach oben geht. Wir haben den Pivot Point, wir haben hier das Support Level 118,37,37 und wenn wir hier ein Stück weit zurückgehen, haben wir dann auch hier die Tagestiefs der letzten Zeit. Und ja, man darf davon ausgehen, wenn das Support Level 1 anhand des Pivot Points nicht ausreicht, um den Markt zu stabilisieren, beziehungsweise vielmehr eher noch hier das Level um 118,50 Yen, dann dürfte es hier noch ein Stück weit tiefer gehen und dann haben wir hier sicherlich kurzfristig ein Verkaufssignal. Aber für alle bullisch ausgerichteten Marktteilnehmer, das ist hier derzeit ein sehr, sehr interessantes Level, um eben auch zu sagen, wenn sich der Markt hier stabilisiert und nach oben auftritt, dann haben wir hier sicherlich gute Karten wieder in Richtung 119,25 und über den Pivot Point hinauszuziehen. Das Ganze wird heute auch hier bestätigt durch, da bringe ich mal die FTSE-Vektorlogik, die wir auch heute Morgen schon im JFD-Stream hatten, durch die Tendenzen hier, wilde Schwankungen am heutigen Tag. Grundsätzlich aber, wenn es denn hier rein von der FTSE-Logik her betrachtet weitergehen soll, dann Richtung Norden. Das heißt, man muss hier davon ausgehen, dass das Level statistisch gesehen hier durchaus eine Haltezone ist, 118,50, 118. Aber Tatsache ist, wenn wir deutlich drunter gehen, dann muss man davon ausgehen, dass hier nochmal 100 Pips nach unten kommen. Dann hilft auch die FTSE-Logik nichts. Das Bild ist aktuell angeschlagen und das Paar sollte hier nicht zu tief zurückziehen. Mit Blick auf morgen, wir sehen hier den Stundenchartintervall, der hier sozusagen die Vorausschau liefert für die kommende den Stunden-Tage, da sehen wir morgen natürlich, beziehungsweise heute am Nachmittag eine höchst bullische Erscheinung. Das müsste auch passieren, denn wenn wir uns hier deutlich unter 118,50 einpendeln, nicht stabilisieren, vielmehr einpendeln, dann ist es durchaus möglich, dass wir noch ein Stück weit tiefer absacken. Also ein leicht konträres Bild, aber grundsätzlich ein bullischer Unterton, der hier das Währungspaar, wenn wir hier oberhalb von 118,50, oberhalb von 118,37 bleiben, durchaus weiter antreiben könnte. Behalten Sie das Währungspaar mal im Auge. Wir haben hier die Daily Range noch längst nicht ausgeschöpft. Das könnte noch ganz interessant werden im weiteren Tagesverlauf. Und insofern halten wir mal Ausschau, was der Markt, Schrägstrich, der Tag uns noch bringt. Nachher gibt es noch JFD Live Trading TV. Wollen mal sehen, was die Indizes aus Europa machen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und verbleibe bis morgen mit den besten Grüßen. Ciao dabei.